Boah, hier ist es schon lustig. Ich krieg wieder lauter Spezialaufträge. Bandit 400. Das ist ja schon ein bisschen was Besonderes wieder, ne? Auf jeden Fall, wir haben hier einen Kilometerstand von 38.000. Ja, fangen wir hier an. Die Vergaser, die hat er schon mal Ultraschall gemacht, sagt er. Die sind jetzt undicht. Die ohne und hier oben sind O-Ringe drin. Na, bei der Gelegenheit mache ich schon mal, kann man eh nochmal auf. Mal gucken. So, das nächste Highlight. Auspuffkrümmer. Bei dem da kannst du ja scheiße fotografieren. Ne? Da sind die Stehbolzen abgerissen. Das gibt auch wieder Spaß. Wenn er mich fragt, was es kostet, sage ich einfach, ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen? Ganze Anlage auseinandernehmen. So. Dann ist es alles ein Stück. Die Anlage, das ist alles eins bei dem Ding. Aber sie haben schon von Speedprodukt, sehe ich schon gerade, Auspuffschalldämpfer. Den müssen dann da drauf. Gerade dabei bin ich hier aufzunehmen bei dem Schalldämpfer. Mit dem da. Soll der wieder genauso lang werden wie der oder kürzer? Kürzer. Wo willst du denn haben? Machen wir ein Zeichen. Ja, das mögliche ungefähr. Ungefähr da. Okay. Jetzt haben wir hier so ein Bild. Das Heck soll ungefähr so werden. Der Rahmen hin wahrscheinlich kürzen. Ich habe jetzt. Sieht mir jetzt nicht so, weil alles noch verkleidet ist. So soll es werden. Hier kommt ein Lob rein. Nummernschild halte auch hin, über den Hinterrad oder seitlich? Warum seitlich? Ehrlich? Ja, macht spannend. Soll ja auch einen Haufen Geld kosten. Dann müssen wir hier noch ein. Bist du sicher, dass du einen Nummernschildhalter neben seitlich haben willst? Hunderte von Euros fliegen weg, ich sehe schon. Tausende. Macht keinen Spaß, was du hier vorhast. Schmeißt ein Dreieck dran. Hier, wir machen hier nicht. Wollen wir den Lob dran machen? Edit. Nummernschild kommt wieder hin. Wir machen es so wie hier bei der. Okay. Nummernschildhalter ist geklärt und das ganze Motorrad soll ein Zweisitzer wieder werden. Und so hier nichts mit abschneiden. Gut. So, und so sind hier die geheime Sache drin. Was ist das? Weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall die Kiste. Starkheitsbremsleitung haben wir wohl dran. Alles klar. Die Armaturen kommen auch weg. Kleine Tacho ist auch da. Der Tacho soll da dran. Habe ich noch nie verbaut. Keine Ahnung, wie der geht. Na gut. Nur noch mal so. Ölwechsel haben sie schon gemacht. Luftfilterkasten bleibt auch dahinter drin. Der ist auch in Ordnung. Gut, ich weiß schon. Lackierarbeiten machen wir auch keine, bis auf das Rahmenheck dann hinten bei lackieren, oder? Das Rahmenheck, wenn man das hinten da umstylen und so weiter, wird nur mit Sprühdose beilackiert, weil das Ding wird dann irgendwann mal in Eigenregie von ihm selber gemacht. Damit wir hier Kosten sparen. Zündkerzenstecker sind spezial, willst du bei neuer haben? Ja. Neue. Gut. Hat die Stahlflex-Bremsleitungen kann er zur Not, weil die Kosten laufen nämlich hier langsam schon weg, selber machen. Recht hat er. So, und der ganze Blödsinn soll noch TÜV abgenommen werden. Jetzt reicht's aber auch hier. Es geht jetzt los an der. Wir fangen jetzt an der Bandit 400. Niklaus, du hast was entdeckt? Ja, das Vogelnest. Ein Vogelnestchen. Ist aber schon älter, hä? Wahrscheinlich, ja. Gut, sind keine Eier mehr drin. Okay. Dann fröhliches Abschrauben. Dankeschön. Bitteschön. So, eine Schraube jetzt hier schön alles auseinander. Jetzt wollte ich hier gerade mal hineinleuchten. Das sieht ja eklig aus hier. Das sieht ja auch alles eklig aus. Da vorne ist auch schon angerostet, ey, die Schraube. Ja. Das ist alles sehr rostig. Gut, machen wir die komische Armatur auch noch ab. Schutzfläche haben wir ja auch schon alles ohne. Niklas, vorne die Blinker, wenn du das aufhast, die kannst du auch noch machen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Und dann, bevor wir dann weiter schaffen, zeig mal die Hände. Wir haben ja richtig dreckige Hände schon. Ja, und das freitags mittags, weißt du? Was soll man machen? Ja. Bevor wir dann weiter schaffen, die Spiegel machen wir auch noch ab. Die sehen so schwul aus. Und dann machen wir sie erstmal richtig sauber. Das machen wir. Mein Gott. Was ein eine Murks, eine Gurgel hier. Also, kommst du klar? Ja. Gut. Ja.
So, jetzt sieht es wieder aus wie ein Motorrad. Ne? Es geht jetzt. Jetzt wird das wieder ein Motorrad hier. Das macht der Dirk dann so grob. Gut. Der Loop dran, der ist wieder ganz schnell. Der hatte coole auch schon ohne. So, und jetzt ich hier an den Vergaser. Jetzt habe ich gerade wieder alles auseinandergenommen, weil undicht. Jetzt sehe ich gerade hier die Profis. Hier. Dieses auseinander gebrochen. Das ist ja wieder lustig. Mal sehen, was da jetzt auf mich zukommt. So, bei dem zweiten Vergaser dasselbe. Abgerissen. Wenn wir hier mal gucken, ne, das ist nämlich immer schräg, das ist nämlich immer schepp. Die haben das da mit Gewalt reingebastelt. Dann geht das natürlich schief. Also ich komme jetzt hier immer weiter vorne. Hier der auch. Seht ihr das? Der auch. Also so. Also wie man sowas machen kann. Die ganze Vergaserbatterie für den Arsch eigentlich. Hier läuft überall das Benzin raus. Das sind diese Gummis. Total verhärtet. Sauber sind sie auch nicht, obwohl sie im Ultraschallbad waren. Und vor allen Dingen total verhärtet. So alles Kacke hier. Auseinanderreißen müssen wir hier aufpassen. Aufpassen mit der Feder. So. Ja. Weil die Lasche muss dann hier wieder mit in Verbindung gebracht werden. Hier auch noch drunter. Ja, kriege ich mir dann. Was hast du, ein Rahmen, Chef? Ja, das Ding hat hier mehrere Highlights hier. Die Vergaser auch. Der Rahmen hat hier einen Knick. Ich muss sehen, das ist irgendwie. Siehst du von hier, ne? Ja, gut, mit der Kamera sehe ich es ja schlecht. Siehst du die Luft? Ja. Kriegst du das wieder hin, Dirk? Na klar. Okay. Hier geht es natürlich ab, ne? So, bei der Firma hier oben haben wir jetzt bestellt Vergaser für die 400er Bandit. Das sind sie, die sehen richtig sauber aus. Ich habe jetzt mal die Deckel abgemacht, wenn ich oben reingucke, Picopaco. Nur hier bei dem fehlt ein Stoppel. Ihr guckt die schwarze Stoppel da. Aber da wir ja die alte Vergaser noch haben, haben wir so einen Stoppel noch da. Den machen wir rein und dann gucken wir mal, ob das alles funktioniert. Ich baue jetzt gerade schon mal die neue Vergaser ein bei dem Apparat. Die haben wir gekauft, weil die anderen waren nämlich Schrott. Mal gespannt, ob es heute noch Brombe tut. Du bist auf Zündfunkensuche? Ja, bin ich auf Suche, ja. Okay. Gut, ich glaube, habe ich schon mal gefilmt. Die Vergaser haben wir drin, da die teure. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ding einen Zündfunk. Ah, wir müssen noch Batterie anklemmen, weil die Batterie, wo drin ist, ist ja tot. Aha. Teste mal. Warte mal, ich halte es hier mal dran und sehe, ob es funkt. Jo, nochmal, mach nochmal. Die sind Könige. Manchmal. Der Stefan und ich, wir zwei sind Könige. Funken. Finder. Funkenfinder sind wir. Wird alles gut. Ja. Ja, hier läuft. Gut. Der Motor läuft auch schön ruhig, ne? Der läuft richtig ruhig. Gut. Haben wir doch Erfolg gehabt heute. Prima. Sie läuft endlich. Die hat ganz schön uns geärgert für den ganzen Kabelscheißdreck da. Da ist ganz schöne Scheiße. Wir wollten nicht funken, aber hier, oh, guckt euch an, der Funkenkönig. Aber auch nur durch meine Hilfe, ne? Ist klar. Ich auch nicht abstreichen. Ja, okay. Nur weil ich ja ganz viel Plan habe von Elektronik, will ich nur mal so festhalten. Manchmal findet auch, wie sagt man, wie heißt das Sprichwort? Ein blindes Huhn ein Korn. Ich
Unserer Bandit geht es ja auch weiter. Die Gabel ist noch undicht. Haben jetzt schon mal eine rausgebaut. Der Lukas poliert gerade das Rahmenrohr. Da sind schon ganz schöne Rostpickel dran, gell? Oh ja. Aber ich denke, da ohne, wo es normalerweise die Führung ist, habe ich nichts gesehen. Mehr oben. Na gut, mir gebe alles. Ja, jetzt haben wir die Sitzbank gekriegt von unserem Sattler für die Bandit 400. Und da machen wir sie mal drauf. Den Original-Bibis hier haben wir gelassen. Hier der Mechanismus für den Schlüssel. Dann geht das jetzt so. Hier haben wir eine Arretierung reingebaut. Sitzt. Gut. Also bei dem Motorrad haben wir jetzt nur so ein paar Aufgaben gekriegt. Fertigstelle tut sie der Kunde selber. Wir sehen jetzt hier die Sitzbank. Die ist jetzt auch wieder recht gut. So ist das Muster, was wir da gemacht haben. Das sind zwei Sitzer. Spaltmaße, tipptopp. Da kann man ja mal gar nichts sagen, ne? Das ist immer ein Traum. Ansonsten den Auspuff haben wir drauf gemacht. Gut, ihr habt ja eben gerade noch gesehen, die Gabel haben wir halt abgedichtet, die war halt mal komplett undicht. Die haben wir jetzt wieder drin. Die böse Lampe ist dran. Die kleine Blinker. Die Spiegel, okay, da hat jeder einen anderen Geschmack, da sage ich jetzt gar nichts. Hier ist der Tacho. Ja, den müssen wir jetzt nur noch anschließen. Das haben wir noch zu machen. Hier unten hängt noch das Kabel. Und ansonsten laufe tut sie. Ich lasse mal laufen. Sound her ist ja richtig garstig. Ne? Das hat so eine richtige Drehzahlorgie, weil sie hat 400 Kubik und die dreht weit, weit über 10.000. Eine kleine Quietschbüchse. Es gibt jetzt zum Schluss kein richtiges Fahrvideo, nur, also es gibt schon eins. Aber ich tue dir jetzt die GSX da, mal richtig die Bech hochjahre. Damit er einfach mal die Drehzahl hört. Ich hoffe, dass die Windgeräusche nicht so hart sind. Ich lasse es einfach mal laufen. Ich donner jetzt hier einfach mal los. So, der Tacho steht gerade auf Null. Ich starte jetzt. Das ist der Drehzahlmesser von dem Ding. Und das Ding braucht richtig die Drehzahl, sonst geht nämlich gar nichts. Donner jetzt los. Wahrscheinlich waren mehr Windgeräusche drin wie Power. Das Ding dreht wie die Sau. Einfach geil. Okay.